suchen nach professionellen Lösungen für Videomeetings, hybride Konferenzen, digitale Messen. Wir beraten Sie technisch, entwickeln mit Ihnen Konzepte und setzen um. EMS, Experts Managed Services. Jetzt ist es wieder 20.21 Uhr, also Zeit für den Talk Orange. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier heute zu unserem zweiten Talk Orange dabei zu sein. Vor 4 Wochen haben wir uns mit dem Thema Mut auseinandergesetzt. Wart ihr zwischenzeitlich mutig? Wir machen mutig weiter und erweitern unser Netzwerk mit Business Orange. Wollen wir Aktivitäten für Unternehmer schaffen? Wir liefern nicht nur Impulse, wir wollen, dass Unternehmer in den Dialog treten. Denn wenn sich die Unternehmer auf einer persönlichen Ebene treffen und Sympathie untereinander entsteht, dann ist der Weg frei für neue Ideen, neue Möglichkeiten und andere Sichtweisen, die branchenunabhängig sein können und völlig neue Richtungen geben. Mir persönlich ist es wichtig, dass es menschelt und dass man über den Tellerrand des eigenen Tuns blickt. Und ich möchte mich mit interessanten Menschen austauschen. Damit kommt hier meine Einladung an alle Unternehmer. Wer von euch zu Hause würde denn gerne mal zu mir ins Studio kommen und hier neben mir Platz nehmen? Vielleicht kennen Sie auch einen interessanten Unternehmer, der hier in unsere Runde passen würde. Danke für Ihren Tipp. Und auch diesen Talk wollen wir gemeinsam ganz lebendig gestalten. Bitte schreibt uns Fragen in unseren Live-Chat. Meine Olga stellt diese dann zu mir durch. Und wir versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Also, her damit mit euren Fragen. Nun zu heute Abend. Wir widmen uns dem Motto positiv denken. Dazu begrüße ich 2 Gäste aus Politik und Wirtschaft, deren gemeinsamer Nenner der persönliche Einsatz für andere ist. Menschen bewegen, Menschen in Arbeit bringen. 2 Powerfrauen. Ingrid Hoffmann von der IK Hoffmann GmbH. Sie gehört mit ihrem Unternehmen zu den 5 größten Personaldienstleistern in Deutschland. Und Martina Stamm-Fiebig, SPD-Bundestagsabgeordnete für Gesundheit und Petition, Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, stellvertretende Vorsitzende des Petitionsausschusses und stellvertretendes Mitglied im Unterausschuss der Globalen für globale Gesundheit. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo. Hallo. Bei der Frau Hoffmann freue ich mich ganz besonders, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Sie sind für mich so eine absolute Unternehmerpersönlichkeit, sehr sozial, menschlich, unwahrscheinlich nah und ein ehrbarer Kaufmann durch und durch. Für mich ein Vorbild. Ich versuch's zumindest. Liebe Frau Stamm-Fiebig, Sie hat uns die Regie empfohlen, nämlich unser Marco Leibertz-Ether. Und der hat uns sehr, sehr ans Herz gelegt, weil Sie ganz menschennah arbeiten, immer die Türen geöffnet haben für einen konstruktiven Dialog und Ihre Sorgen und Bedürfnisse dann von den Menschen zielgerichtet in den Bundestag einbringen und versuchen auch umzusetzen. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Sie sind ja im 8. Jahr. Und wissen eigentlich so, wie der ganze Laden läuft, sage ich jetzt mal. Was ist denn Ihr Ansatz, Politik zu gestalten? Ja, nach 8 Jahren kann man schon sagen, dass man weiß, wie es funktioniert. Und Gesetzgebung ist wirklich was ganz, ganz Schwieriges. Ich sage immer, von der Idee bis zum fertigen Gesetz vergeht wahnsinnig viel Zeit.
Aber mein Anspruch ist immer, dass wirklich am Ende des Tages Menschen wirklich was davon spüren. Wir machen ja oft Gesetzgebungen, wo man denkt, ja, ab morgen verändert sich die Welt. Und es dauert aber dann wirklich eine ganz, ganz lange Strecke, bis das bei den Menschen ankommt. Und das ist, was man sich üben muss, Geduld, was für mich nicht immer dasjenige ist, was mir am leichtesten fällt. Aber das war immer mein Ansatz zu sagen, jawohl, es muss für die Menschen spürbar sein, dass sich durch Gesetzgebung etwas zum Guten verändert. Und das ist mein Anspruch bei vielen Dingen. Allein in der Gesundheitspolitik kann man sich da wirklich austoben, weil es viele, viele kleine Facetten gibt, wo es immer mal hakt, wo es immer mal Verbesserungen braucht. Und auch diese ganzen Aufzählungen, was einem bewusst wird, wenn Sie das so schön vorgelesen haben, was man alles so macht, ja, wie vielschichtig die Aufgaben auch sind. Es ist schon mein Anspruch, dass die Menschen Politik erfahren und spüren, was oft schwierig genug ist. Das ist schon ein ganz großer Bereich, den Sie abdecken. Ja, ja. Nun die Frage zur Frau Hofmann. Ich habe neulich in den Nürnberger Nachrichten ein Interview von Ihnen gelesen mit der Headline: Die Krise hat mich Demut gelehrt. Was bedeutet für Sie Demut oder was genau hat sich in Ihrem Tun oder Handeln verändert? Ja, Demut kann man natürlich vielschichtig auslegen, aber in dem Zusammenhang war es für mich hinnehmen und akzeptieren, wo ich vielleicht nicht sagen würde, dass es meine stärkste Eigenschaft bis zu dem Zeitpunkt war, weil ich ja aus einer Generation komme, wo ich sage, wo Grenzen, wo immer mehr Grenzen sich geöffnet haben, wo immer mehr Freiheit war, wo alles immer höher, immer besser und was weiß ich war. Und plötzlich ist es anders. Und es ist durch eine Situation anders, durch die Pandemie anders geworden. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich ja auch immer im Hintergrund diesen einen Film, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Die Wolke. Also so komme ich mir immer ab und zu vor. Alles sieht Landschaft und alles ganz wunderbar, aber dahinter ist ein Virus, was uns beherrscht und jeden auf seine Art und Weise. Und das hat mich gelehrt, zu reflektieren und darüber nachzudenken, was wird sich ändern, was wird sich in Zukunft ändern und wie gestalte ich natürlich jetzt mein Unternehmen, die Situation, wie gehe ich mit der Situation um. Mhm. Frau Stampfiegel, wie ist es bei Ihnen? Wie begegnen Sie damit in dem Alltag, mit dem Demut, wenn ich jetzt dabei bleiben möchte? Sie gerade als Politiker haben es ja gar nicht einfach. Die Bürger fühlen sich ja immer mehr im Stich gelassen, haben Angst vor der Zukunft, auch wir Unternehmer äußern unseren Unmut der Politik gegenüber. Ihr seid auf allen schuld, seid nicht vorbereitet, gibt keine klare Richtung vor. Und jetzt werden ja die Angriffe auch auf den sozialen, gerade in den sozialen Medien, auf die Politiker immer stärker. Wie schaffen Sie, solche Äußerungen so einfach mal auszublenden und trotzdem positiv zu bleiben und auch an Ihrem Job? Also in der Summe überwiegt das, was Menschen an uns herantragen, dass sie sagen, ja, wir wissen, wir kennen die Gefahr, uns ist klar, was es bedeutet. Noch immer gibt es eine Mehrzahl von Menschen, die sagen, alles nicht streng genug, macht einen totalen Lockdown. Also das ist so unterschiedlich. Ja, also Sie haben von demjenigen, der uns den Vorwurf macht, wir hätten Impfstoffe früher zulassen sollen, dann wäre vielleicht seine Mutter nicht gestorben. Also im Extremfall wirklich solche Angriffe. Bis dahin zu denen, die sagen, alles noch viel zu wenig und macht es alles strenger. Das macht es natürlich schwierig, das Ganze einzusortieren, weil sie natürlich auch in einem normalen Leben, was jeder Mensch hat, die eigene Friseurin und den eigenen Fotografen und den eigenen Menschen, der in deinem Umfeld groß geworden ist, der sagt, ich bin Autolackierer, ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Also dieses Feld von dem, was im Netz an dich herangetragen wird, was an persönlichen E-Mails kommt und den Erfahrungen, die du machst, das sind schon Momente, wo ich oft denke, wie geht's weiter? Ja, es wäre gelogen, wenn man sagt, man hat immer die passende Antwort und man kann immer jedem sagen, das wird schon werden. Ich war das erste Mal konfrontiert Ende Januar letzten Jahres damit und hatte damals keinerlei Vorstellung, was es wirklich bedeuten würde. Ja, also, dass man ein Jahr später
zwar einen Impfstoff hat, wo ich noch vor Weihnachten gesagt habe, das war für mich wie ein Weihnachtsgeschenk, als dann die Zulassung kam, weil ich wusste, ein Baustein zur Beendung dieser Pandemie. Aber es ist schon so, dass man sagen muss, es hat, auch ich bin durch viele Täler gegangen, ja, und auch ich selbst spüre ja, was es bedeutet. Gerade wir spüren es ja, die so viel mit Menschen zu tun haben. Und ich habe letztes Jahr mal im Herbst gesagt, ich war heuer auf keiner Kirchweih, ich war auf keinem Schützenfest und die Welt dreht sich immer noch. Was ja von Politikern immer so verlangt wird, ja, wo du überall zu sein hast. Und ich sage mal, es war für mich ein vollkommen anderes Jahr, wie für viele, viele Menschen auch. Aber damit umzugehen, mit den verschiedenen Anforderungen, jedem gerecht zu werden, jedem zu sagen, ich verstehe, wo du stehst. Ich weiß, dass wir im Augenblick dir nicht hundertprozentig helfen können, war schon manchmal auch ein Gefühl von Ohnmacht. Muss man ganz offen sagen. Also ich glaube, wer sagen würde, er war immer tough und hat immer für alles eine Lösung gehabt, der würde sich selbst anlügen. Konnte man nicht und kann man auch jetzt noch nicht. Kann man nicht, ne? Nein. Ah. Und was können Sie Positives geben? Also Sie unterstützen ja positiv die Menschen jetzt, um ihnen Hilfen zu geben, Möglichkeiten aufzuzeigen, dass es weitergeht und dass es auch wieder gut wird. Ja, sicherlich kann man Lösungen aufzeigen. Aber ich sage mal, für den, der im Augenblick noch auf Geld aus der Dezemberhilfe wartet, für den wird es natürlich schon schwierig. Ja? Und natürlich kann man persönlich auch den ein oder andere Hilfestellung geben, aber das kann man nicht für alles und für jeden. Und wir wissen auch, dass Dinge schiefgelaufen sind. Da muss man sich nicht drum rumdrücken, dass Dinge zu lang gedauert haben. Aber ich sage mal, in der Summe. Und ich finde, da müssen wir schon auch manchmal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Geht es unseren europäischen Nachbarn lange nicht so gut? Ja, also wenn man sieht, was wir versucht haben zu stützen, zu machen, hat man sicherlich Fehler gemacht, aber man hat sich bemüht. Und ich denke auch, dass wir ohne wirklich, wie viele unserer Nachbarländer, die eine vollkommene Ausgangssperre hatten. Also ich denke mal an Spanien, für die muss das ganz, ganz bitter gewesen sein. Sind wir doch im Großen und Ganzen gut durch diese Krise gekommen. Immer aus der Sicht von denjenigen, die wirklich privilegiert sind. Ja? Und ich meine, das ist auch was, was wir uns immer vor Augen halten müssen. Ich denke oft an die alleinerziehende Mutter, die vielleicht in der Dreizimmerwohnung sitzt ohne Balkon und das vielleicht noch in der Großstadt. Also wir müssen schon sehen, es gibt Verlierer und die hat es gegeben und die wird es auch weitergeben und es wird die größte Herausforderung. Die Frau Hoffmann, Sie haben ja auch mit Ihrem Unternehmen auch schwer zu kämpfen. Wie gehen Sie positiv mit dieser ganzen Krisensituation um? Also nachdem, sofern man das so sagen darf. Ja, dieses Wort Demut mir bewusster geworden ist, dann überlegst du dir eben das Machbare. Und ich meine, ich kann es vielleicht einfach, man kann es so sagen, wir haben im Normalfall einen Monatsumsatz zwischen 35 und 40 Millionen Euro im Monat und dann fällst du im April auf 13 Millionen runter, hast aber die Kosten noch für diese ganze Organisation, hast Menschen, die werden von den Unternehmen, also Automobil- und Zulieferindustrie, war es ja zu dem Zeitpunkt sofort in die Kurzarbeit geschickt. Und dann hast du auf der anderen Seite, und das war einfach dieser Change, oder der hat sich bei mir im Job automatisch ergeben, weil wir auf der anderen Seite, die andere Hälfte der Mitarbeiter, die waren in den sogenannten systemrelevanten Berufen eingesetzt und da war der Teufel los. Das heißt, also wir konnten den Arbeitsagenturen gar nicht richtig vermitteln, dass wir auf der einen Seite haben wir Mitarbeiter gehabt, die in Kurzarbeit waren, auf der anderen Seite haben wir Leute eingestellt. Das war zum Beispiel für die Bundesagentur was völlig Neues, weil das eigentlich gar nicht geht, theoretisch. Aber du kannst den Monteur, also den Produktionsmitarbeiter aus Stuttgart, den kann ich nicht was in Leipzig als Helfer einsetzen. Das heißt, man muss sich dann vorstellen, wie eine Firma, was für einen Spagat man dann aushalten muss. Auf der einen Seite sorgst du fürs Toilettenpapier oder für Gesundheitsprodukte oder Lebensmittel oder was auch immer, hast Menschen, die wirklich im Stress sind. Und mir ist es heute noch so bewusst, wenn ich im Nachhinein die Gefahr, wenn mir die so bewusst wird, wie das am Anfang war, diese Schlangen in den Lebensmittelgeschäften, das muss man sich einfach mal vorstellen, welche
welche Gefahren auch zu dem Zeitpunkt die Menschen ausgesetzt waren, wobei ich immer noch für mich sagen muss, und da bin ich nach wie vor stolz, und das warf ich der Politik ein bisschen vor, weil ich habe im April diese FFP2-Masken besorgt, weil ich gedacht habe, egal was mir so diese Virologen, aber wie willst du dich denn schützen? Doch wohl nur durch diese Masken. Na, und da sage ich immer, das, was ich der Politik nach wie vor eigentlich vorwerfe, ist, dass man von uns Unternehmen verlangt, man eine Kurzfriststrategie, Mittel- und Langfriststrategie. Klar sind es, können Fehler passieren, und das würde ich Ihnen ganz gerne schon mitgeben, dass wir als Unternehmen brauchen jetzt so langsam aber schon eine Mittelfriststrategie und auch vielleicht eine Strategie, nicht wie wir nur das Virus bekämpfen, sondern wie wir lernen, auch damit zu leben. Das finde ich ganz entscheidend. Und da, glaube ich, ist ein Fehler im Denken passiert, dass man diesen Kampf angesagt hat und nicht versucht hat zu sagen, wie können wir den zumindest für eine gewisse Zeit in unser Leben integrieren. Und das war jetzt nur meine Botschaft an die Politik, die ich da nutze. Mein Gut, Sie fahren jetzt wirtschaftlich seit fast einem Jahr mit angezogener Handbremse. Wie halten Sie denn dann weiterhin, also wie halten Sie weiterhin durch? Sie haben ja auch noch die Problematik, dass durch die verschiedenen Länder, Sie kommen ja teilweise gar nicht in die Länder rein. Ja, und vor allem jedes Land ist betroffen. Früher habe ich immer gedacht, naja, wenn wir hier in Deutschland ein Problem haben, dann ist es vielleicht gerade nicht in den USA oder in der Schweiz oder in Österreich. Nur, wer hat denn je dran gedacht, dass die ganze Welt gleichermaßen betroffen ist? Ist war nicht, musst du dich drauf einstellen. Hier kann ich jetzt für mich eigentlich konstatieren, dass ich sage, wir haben 35 Jahre, ist das Unternehmen, und ich kann für mich sagen, ich habe noch nie eine Ausschüttung an mich vorgenommen aus dem Unternehmen, sondern wir haben entweder investiert oder auch natürlich Eigenkapital aufgebaut, und da sind wir halt gerade dabei, um das mal so flapsig zu sagen, das zu verbraten. Unabhängig, dass das, was am wirksamsten jetzt in der Krise ist, glaube ich, das kann ich auch für andere Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ist tatsächlich das Kurzarbeitergeld. Also ohne das muss ich sagen, da wäre die Arbeitslosigkeit sehr schnell sehr hoch geworden, und das ist tatsächlich ein Segen, und das hat Deutschland anderen Ländern voraus. Und die Länder, die es jetzt einführen, die tun sich natürlich schwer, weil die diese Systematik nicht haben. Die machen da irgendwas, wenn ich Italien oder so anschaue, mit ganz komischen Regeln. Und weil das ist ungewöhnlich in den Ländern. Mhm. Aber für uns ist das ja Geld, wo ich sage, da muss man sich auch nicht schämen dafür, weil das haben die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, haben dieses Geld gespart. Und an irgendeiner Stelle ist es so quasi aufbewahrt worden und wird jetzt ausgegeben oder wurde natürlich im letzten Jahr schon ausgegeben. Ich meine, wir wünschen uns alle ein schnelles Lockdown und dass es irgendwie wieder ganz normal weitergeht. Aber was könnten Sie, Frau Stampfi, denn den Unternehmern raten oder irgendwie was Positives geben? Können Sie dazu was sagen, dass wir bei unserem Thema bleiben, positiv denken? Oder haben Sie vielleicht, ich meine, Sie sind ja ganz nah dran durch diese ganzen Ausschüsse im Gremien, wo Sie sind. Was gibt es für eine Tendenz? Haben Sie einen positiven Ausblick für dieses Jahr? Also gibt es Hoffnung? Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern ganz woanders. Sie verstehen das jetzt bitte nicht falsch. Das kann, glaube ich, keiner sagen, weil im Augenblick noch niemand wirklich ganz genau sagen kann, was die Mutationen uns bringen. Das ist noch ein riesengroßes Fragezeichen dahinter. Wir wissen einiges, aber nicht alles. Und ich sage mal, natürlich ist es schon so, dass ich persönlich sehr viel Hoffnung auf die Impfungen lege. Mhm. Die sind einfach ein Schlüssel, der uns zur Normalität führen wird. Und für die Betriebe ist es eben auch genau so. Es ist eben so unterschiedlich, wie Frau Hofmann das beschrieben hat. Ich kenne Betriebe, die haben nicht gemerkt, dass in diesem Land etwas passiert ist. Ja, die haben Tuschur durchgearbeitet, da ist niemand in Kurzarbeit. Die haben Umsätze wie noch nie in ihrem Leben vorher. Man muss immer sagen, die Gesundheitsindustrie in Deutschland ist ja auch eine sehr große.
und alles, was damit zusammenhängt. Also, wenn ich das könnte, wäre ich jetzt eine Hellseherin, aber ich glaube, wir kriegen das gut hin, wenn wir jetzt diese Situation im Griff bekommen. Wenn die Mutationen nicht so sind, dass man nur davon ausgeht, dass sie mehr infektiös sind, aber die Krankheitsverläufe im Endeffekt genauso sind wie jetzt, dann glaube ich schon, dass wir das hinbekommen. Die schrittweise Öffnung muss so passieren. Wir können nicht von heute auf morgen alles aufmachen, das wissen wir. Wobei wir auch die Widersprüche auflösen müssen, denn ich sage mal, ich finde auch, und jetzt benenne ich es beim Namen, ich kann dem Gärtner nicht erklären, dass er die Primeln nicht verkaufen kann und bei Lidl und Aldi gibt es sie. Und dort kann ich auch eine Jeans kaufen, obwohl kein Einzelhändler aufmachen darf, und das muss man auflösen. Jetzt bin ich die Letzte, die verschiebt und sagt, müssen die Länder lösen, weil das hilft ja auch niemandem, aber es ist wirklich Ländersache. Aber dieses Abgestimmte jetzt wird ein am Anfang von Etappe zu Etappe gehen werden. Aber ich glaube schon, dass wir wirklich, wenn dann auch das Frühjahr uns dazu hilft, dass wir dann gut rauskommen. Wir müssen es einfach schaffen, bis in den Sommer so viel wie nur irgendwie möglich geht zu impfen. Und es wird auch ein Schlüssel sein, denn ich sage mal, ansonsten wird es einfach schwierig werden. Wir müssen bei den Kindern noch relativ lang warten auf einen Impfstoff. Also, aber ich sage auch, jetzt ohne die Glaskugel zu haben, aber ich sage, im Sommer geht es aufwärts. Ich bin fest davon überzeugt. Wenn dann genügend Impfstoff da ist. Also was ich sagen, positiv denken. Ich habe meinen Urlaub für Island und Grönland im Juni geplant. Ich habe ihn geplant. Weise Entscheidung. Dass man auch antreten kann. Ja, ich denke, man muss das einfach, wenn man so dabei ist. Und das ist auch was Positives. Das braucht man für die Seele und für sich selbst zu sagen, ich plane jetzt einfach mal, um einfach auch wieder ein positives Ziel zu haben und zu sagen, Mensch. Und schaue mir die Bücher an und freue mich dran, dass ich denke. Man hat wieder endlich mal wieder was Schönes im Kalender stehen. Ne? Jetzt bleibe ich mal bei dem Schönen. Ihr seid ja beide sozial auch sehr stark aktiv. Und vor allen Dingen, die Frau Hoffmann hat ja auch auf ihrer Homepage, steht es unter anderem auch, ein Teil des Gewinns soll immer dem Gemeinwohl zugutekommen. Sie haben auch das Motto, viele können viel bewegen und versuchen auch ihre eigenen Mitarbeiter dazu zu animieren, sozial sich zu engagieren. Sie geben sogar Sonderurlaub für Mitarbeiter, die sozial handeln und sich sozial einbringen. Da fehlt Ihnen ja eigentlich die Manpower im Unternehmen. Und dann gibt es noch Sonderurlaub. Und das ja jetzt auch noch in der jetzigen Zeit. Ja, also das haben wir schon seit vielen Jahren, dass wenn ein Mitarbeiter sagt, ich engagiere mich besonders für ein Ehrenamt, dass dieser ein Tag Urlaub so quasi geschenkt ist, weil ich einfach finde, dass es eine schöne Sache ist, wenn man sich für das Gemeinwohl engagiert. Und für mich selber muss ich sagen, dass da war es immer wichtig und das war in den ersten Jahren war es wenig. Da haben wir natürlich kaum Gewinn gemacht, aber immer ein Teil von dem auch. Und da muss ich allerdings sagen, ich sage nicht an die Gesellschaft zurückzugeben, weil ich habe ja nichts gestohlen, sage ich immer, sondern ich möchte einfach mitteilen. Mhm. Also von dem, was ich habe, möchte ich einfach mit anderen Menschen teilen, die das vielleicht nicht haben. Und es waren in manchen Jahren war es wenig, in manchen Jahren war es mehr. Und ich beziehe auch die Mitarbeiter mit Projekten mit ein, zum Beispiel die Langwasserpatenschaft. Die leben wir auch ein bisschen anders, als vielleicht vom Ursprung her gedacht war, sondern ich habe Projekte an einzelne Abteilungen vergeben. Das heißt, da kümmern sich einzelne Abteilungen in Langwasser, kümmern sich um Baui oder mein Lieblingsprojekt ist Chroma Omada. Das sind Maler, also behinderte Menschen, die malen und die mir dann erklären, wie man eigentlich richtig malt und nicht so, wie ich das mache. Ne? Und das heißt, dass wir also auch versuchen, da nicht nur Geld zu geben, sondern auch mit dabei zu sein. Und das mache ich eigentlich auf diese Art und Weise, so wie ich es halt kann. Und gibt Ihnen das dann auch was Positives zurück oder was ja? Ich habe einfach also Freude dran. Ich habe Freude dran, an den Projekten da
mitzuarbeiten. Und wenn ich sehe, dass sich da was entwickelt und dass sich eine kleine Freude auch daraus ergibt, dann ist es für mich persönlich sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das ist ja dann auch wieder positiv. Man nimmt da positive Energie wieder mit. Ne? Ich nehme mindestens genauso viel mit, wie ich also selber auch gebe. Sie haben ja auch eine Initiative geschaffen, Mitarbeiter helfen Mitarbeiter. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen? Ach, das ist auch schon was ich schon sehr lange mache. Im Grunde kaum kann sich noch einer an das Oder-Hochwasser erinnern. Und da waren Mitarbeiter von uns ganz entsetzlich betroffen, die alles verloren hatten. Und damals haben wir das ins Leben gerufen und haben gesagt, also wenn ein Mitarbeiter Kollegen helfen möchte, dann ist es so, dass der Mitarbeiter mal einen Urlaub spendet, dann mal, wenn er irgendwo einen schönen Erfolg hatte, dass er was spendet. Und dieses Geld wird gesammelt und geht wieder, natürlich nach nachvollziehbaren Kriterien, wieder an Mitarbeiter, die eben in Not geraten sind und dass sie von ihren Kollegen so quasi Hilfe bekommen. Und nicht von der, jetzt nicht, dass die Firma sagt, das ist, sondern die wissen alle, das sammle ich nur für, im Grunde wird es gesammelt für die Kollegen. Und es gibt ja auch wieder was Positives zurück, wenn man gemeinsam wieder hilft und unterstützt. Und da haben wir, ach schade, genau heute habe ich es nicht dran. Wir haben so Bändchen, wir haben auch jetzt in der Phase, in der Pandemiephase, haben wir das auch wieder ganz intensiv betrieben. Und da erkennt man bei uns die Mitarbeiter also einfach an den Bändchen. Die haben also ein Bändchen geschenkt bekommen, also für das, wenn sie einfach sich an diesem Projekt mitbeteiligt haben. Ach, und das ist nicht, da muss man sich nicht mit Hunderten von Euros beteiligen, das können auch kleine Beträge sein. Aber welche Mitarbeiter spenden dann in diesen Spendentopf? Sind alle. Es dann alle? Nicht also, nur die leidenden Angestellten? Nee. So. Also aber absolut freiwillig natürlich. Das ist einfach eine Aktion, wo jeder, wie er möchte, wird niemand irgendwie aufgefordert oder sonst was, sondern jeder, der denkt, da kann ich was dazu geben. Frau Stamm-Fiebig, Sie haben ja auch ein sehr, sehr großes Herz und engagieren sich sehr stark auch für soziale Projekte, auch privat. Wie schaut denn da Ihr Engagement aus? Ach ja, ich sage mal, das ist sehr unterschiedlich und sehr vielfältig. Und ich sage mal, ich bin natürlich jetzt in der Situation wie die Frau Hofmann, die das so betreiben kann, im Kleinen. Ja. Und es gibt viele Projekte, die ich gerne unterstütze. Ich bin mittlerweile, glaube ich, in 50 Vereinen, die unterschiedlichste Dinge tun, bis hin zu Hilfen für Kinder in Nepal. Und also es ist wirklich sehr, sehr breit. Und dadurch, dass ich im Gesundheitsausschuss auch für meine Fraktion die Berichterstatterin für Kinder- und Jugendgesundheit bin, können Sie sich vorstellen, dass es gerade im Bereich bei den Kindern und bei den jungen Menschen viel zu tun gibt. Und deshalb stelle ich da jetzt nicht irgendwas raus, was extra. Aber wo man helfen kann durch die Position, die man hat, hilft man einfach. Hilft man gerne. Und ich glaube, gerade so die jetzige Zeit, die zeigt auch ein bisschen so die Solidarität irgendwie. Man hilft untereinander. Also ich merke es bei uns, die Nachbarschaften oder auch ich gehe für die älteren Leute, für die Nachbarn mit einkaufen. Man versucht halt irgendwie untereinander zu helfen. Ich glaube, das hat uns die Krise vielleicht auch ein bisschen positiv, dass man sagt, man achtet ein bisschen mehr so auf seinen Nachbarn und auf sein Gegenüber. Ja. Und auch auf das Unternehmen, auf denen es gerade nicht so gut geht, wie man die vielleicht auch ein Stück weit mit unterstützen kann. Oder ja, man interessiert sich, glaube ich, besonders für einzelne Mitarbeiter und auch, wie es ihnen geht. Jetzt kann man sagen, man fragt nach wegen aus eigener Vorsicht, aber ich glaube, das Interesse ist an der Gesundheit des anderen ist einfach wieder, wird sehr wahrgenommen. Sie, also Frau Hofmann, Sie gehört ja zu den 5 größten Personaldienstleistern. Sie betreiben Tochterfirmen in 6 europäischen Ländern, in den USA und beschäftigen durchschnittlich 16.000 Mitarbeiter. Was ist Ihr persönliches Erfolgsgeheimnis? Ist es die soziale Art, das positive Denken, das? Ach, also ich sag einfach tun. Und ich habe das große Glück, ich frage mich immer, wie es mir geglückt ist, dass man einen Job findet oder eine Aufgabe findet, die im Grunde eine Art Berufung ist.
Und ich habe sie in einer Zeit leben dürfen, wo es wirklich ganz erforderlich war, Menschen in Arbeit zu bringen. Und ich habe immer gesagt, das, was ich tue, ist Menschen in Arbeit bringen. Zugegebenermaßen hat es in den letzten Jahren, war das so, als ob man uns nicht mehr bräuchte, weil das ja alles so easy war. Aber ich kann für mich sagen, und das ist das, was mich wirklich auch, was mich trotzdem auch stolz macht, ich glaube, wir zusammen mit uns, mit meinen Mitarbeiterinnen im Verwaltungsbereich im Laufe der Jahre, würde ich sagen, haben wir bestimmt fast 1 Million Menschen, wenn man es so hochrechnet über die Jahre, in Arbeit gebracht. Und das ist was, wo ich einfach froh bin, dass das, was mir Spaß macht, dass ich das auch machen darf. Und das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich immer sage, ich bin manchmal schon auch ein bisschen empfindlich für Kritik oder gerade wenn meine Tochter mich kritisiert für irgendwas. Aber ich bin nicht empfindlich, wenn man Kritik an der Branche übt oder an dem. Da sage ich eher, ich weiß, was ich tue, wie ich es versuche, gut zu machen, mit allen Höhen und Tiefen, die es gibt. Und da bin ich gegen Kritik, also die so subtil vorgetragen wird, bin ich ziemlich immun. Nicht, wenn es natürlich gerechtfertigt ist, schon dann okay. Ist es, ja. Aber da bin ich einfach stolz auf das, was wir tun. Jetzt eine Frage an die Zuschauer. Habt ihr denn vielleicht Fragen, die ihr uns in den Chat stellt, die beiden Damen beantworten können? Wäre schön, wenn ihr euch mit beteiligt. Und nun, jetzt werden ja die Unternehmer werden ja am Erfolg gemessen, und zwar hauptsächlich an den Umsatzzahlen, an den Gewinnen, an Wachstumszielen, an wie viele Mitarbeitern. Wo liegt denn eigentlich die Messlatte für den Politiker? Wie messen Sie denn Ihren Erfolg bei Ihrer Arbeit? Naja, ich meine, man ist ja unter anderem auch Arbeitgeberin. Ne? Also ich meine, es kommt immer noch dazu, was so keiner so jetzt erstmal auf dem Schirm hat. Meine Zufriedenheit ist unter anderem, wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind. Und das ist, glaube ich, das Rezept, was man immer wieder betonen muss. Ich sage immer, wenn es gute Arbeitgeber gibt, dann werden wir in vielen Bereichen ein Stück weiter. Und wir haben, Frau Hofmann und ich, uns ja schon darüber ausgetauscht. Ich glaube, das ist wirklich, das ist das, was dich auch wirklich zufrieden macht. Ja. Und ich meine, das ist auch mein Antrieb zu sagen, ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich überhaupt befähigen, diese Aufgaben zu tun. Alleine könnte ich das gar nicht. Ja. Es wäre unvorstellbar. Und deshalb, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, ich habe gelernt mittlerweile, auch mit kleinen Dingen zufrieden zu sein. Ja. Also wenn man, ich habe am Anfang erwähnt, wie schwierig und wie langwierig Politik ist und Gesetzgebung ist. Aber nach knapp 8 Jahren kann man dann schon sagen, und da warst du dabei und das hast du verändert und da warst du dabei. Und da kommt jetzt auch ins Spiel, dass ich gerne in dem Petitionsausschuss bin, wo ich viele, viele Einzelanliegen habe. Das sind Menschen, die schreiben, die mit irgendwas nicht zurechtkommen. Und wenn du da helfen kannst, das gibt mir Auftrieb. Das gibt mir Auftrieb, weil ich sage, ohne mich wäre das so nicht gegangen. So, da kann man jetzt sagen, natürlich wirst du damit wahrscheinlich nicht Kanzlerin. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber das ist mein Antrieb. Und ich sage mal, das war auch das immer, was ich den Menschen erklärt habe. Ich werde es versuchen und ich werde versuchen, eine Lösung zu finden. Ja, und ich glaube, das fängt bei einem Stadtrat an, geht über einen Bürgermeister und bis zu einer Abgeordneten oder einem Abgeordneten. Das ist meine Aufgabe, so sehe ich die. Ja, und das macht mich auch ein Stück zufrieden. Natürlich hast du auch Tage, wo es nicht läuft und wo du mal sagst, oh, das geht jetzt ganz in die andere Richtung. Es gibt da Mehrheiten, ne, die man zu akzeptieren hat, was manchmal auch nicht ganz einfach ist. Aber das ist das, was mich treibt. Und es gibt auch wieder was Positives und schön. Vielleicht ist es auch ein bisschen so wie der, ich habe neulich mal ein bisschen gegoogelt über positiv denken und bin da auf den World Happiness Report gekommen. Fand ich ganz spannend. Demnach ist nämlich Finnland das glücklichste Land der Welt und gefolgt von Dänemark. Dänen. Genau, und da sind Sie ja, dänische Honoralkonsulin.
Und bei der Erhebung der Daten, Sie wissen es wahrscheinlich, spielt ja Großzügigkeit, Fürsorge, Ehrlichkeit, Gesundheit, Stärke, soziales Umfeld eine große Rolle. Auch das subjektive Wohlbefinden und das Glück, wie sich es beeinflussen lässt durch soziale, urbane oder natürliche Einflüsse. Sollte man das bei uns vielleicht auch einführen? Also ich habe ja das auch auf Deutschland bezogen und habe festgestellt, die Franken sind gar nicht so, wie man immer von ihnen sagt, dass die ja ein bisschen zurückhaltender sind. Die sind ja ziemlich weit vorne bei dem Glücksatlas. Also das darf man nicht unterschätzen. Wir sind schon trotzdem in einer Region, wo wir nicht am hinteren Ende sind, sondern in Deutschland ist Franken immer noch mit am glücklichsten. Ja, Deutschland hat Platz 17. Müssen wir schon noch ein bisschen aufholen. Aber jetzt nochmal gerade eine Frage aus dem Chat, die an die Frau Hoffmann gerichtet ist. Was hat sich durch die Pandemie und Kurzarbeit, Homeoffice, zwischen Führung und den Arbeitnehmern verändert? Das ist eine sehr gute Frage. Und da gibt es ganz viele positive Dinge zu vermelden, auch wie schnell das geklappt hat und wie toll das war und wie wir uns jetzt Gedanken machen müssen, wie verändern wir Führung? Und da muss ich sagen, da habe ich mir vorher auch noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil da waren der eine oder andere Mitarbeiter in Homeoffice und da hast du schon gedacht, naja, das wird schon irgendwie klappen. Aber inzwischen müssen wir uns schon intensiv Gedanken machen, wie klappt Führung, wie klappt Integration, wie klappt Integration neuer Mitarbeiter unter diesen neuen Gegebenheiten? Wie schafft man es, dieses Team, dieses soziale Miteinander aufrechtzuerhalten? Und das ist eine Herausforderung an die Führungskräfte. Da kommt auch die nächste Frage schon. Sind Führungskräfte darauf trainiert, remote zu führen? Oder wie fühlen sich Arbeitnehmer dabei? Das ist genauso eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Nein, Führungskräfte sind in vielen Fällen, es gibt bestimmt Ausnahmen, also, aber sind nicht darauf trainiert. Und ich denke, das wird ein Lernprozess werden. Und persönlich, also für mich persönlich, würde ich mir wünschen, dass wir eine gute Mischung hinbekommen, aber dass wir Führungskräfte auch uns sehr intensiv damit beschäftigen müssen, was brauchen Mitarbeiter, die nicht in der Firma sind? Wie müssen sie abgeholt werden? Wie muss Integration stattfinden? Ich persönlich glaube auch nicht, dass es, und finde es nett, zwischendurch ein Glas Wein virtuell zu trinken, aber ich stelle mir meine Zukunft nicht unbedingt virtuell weintrinkend am Computer vor. Ich hätte die Leute schon gerne auch zwischendurch immer wieder um mich. Und ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, wir haben, 10 Feiern aus allen möglichen Anlässen, haben wir alle verschoben. Das muss entweder ein Riesenfest werden oder wir feiern wochenlang nur zusammen oder irgendwas. Aber das ist eine Herausforderung für ganz bestimmt für viele Unternehmen, wo wir uns echt ernsthaft damit beschäftigen müssen. Da kommt die nächste Frage an die Frau Stampfiebig. Wie führen Sie Ihr Team in der Krise? Trifft mich jetzt die Frage, weil es wirklich, wie es die Frau Hoffmann gerade beschrieben hat, schwierig ist. Also wir haben natürlich Wechsel, Homeoffice, aber es ist ein anderes Arbeiten und es ist vor allem mal diese Art und Weise, wie wir dann Dinge besprechen, was du früher auf Zuruf gemacht hast, was früher in den Büros einfach stillschweigend adaptiert wurde. Ja, das ist ja alles nicht mehr da. Und deshalb fällt es natürlich schon wesentlich schwieriger, auch die Koordination der einzelnen Arbeiten aufeinander. Also ich glaube, dass es für alle ein großer Lernprozess war und dass wir zugeben müssen, dass, wie es die Frau Hofmann auch sagt, auch wir nicht darauf vorbereitet waren. Bisher war Homeoffice immer irgendwie wechselweise und nach 2, 3 Tagen kam das wieder zurück und das Team war wieder da. Und viele sagen ja auch, dass dieses mittlerweile der Punkt da ist, wo viele meiner Leute auch sagen, ich möchte wieder 1 oder 2 Tage ins Büro. Also dieser Spagat, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite zu sagen, ja, ich möchte ihm aber auch gerecht werden, dass jemand sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf.
Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Aber da wird auch der Weg zurück ja nicht mehr so einfach sein. Wir werden ja nicht einfach wieder sagen, ja, Schalter um und wir machen jetzt wieder wie vorher weiter. Also ich glaube, dass es viel braucht, um diese Teamarbeit wieder zu fördern, um auch die wieder an Bord zu holen, die sagen, ich kann eigentlich gut alles von zu Hause auch machen. Auch die Menschen gibt es, auch die Leute gibt es. Wird sicherlich nicht einfach. Ja. Ja, man muss sich auch insgesamt natürlich Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn ich mich zurückziehe? Was kann das für Konsequenzen sein? Ich habe letztlich ja bestimmte Bedürfnisse gar nicht mehr. Ich sage, wie ist es, wenn für Frauen Schmuck zu tragen oder so, wenn ich vor verwackelten Bildern bin, ist das vielleicht gar nicht mehr das, was ich brauche? Oder ich muss sagen, ich werde es also auch nicht ein. Ich habe eine Videokonferenz geführt und ich dachte, ich lerne neue Leute kennen. Das war also von einem Geschäftspartner und dann sehe ich nur diese Figuren. Also ich sehe die Menschen nicht. Dann frage ich noch und sage ich, oh, schalten Sie sich nicht zu? Das war also morgens um 8 oder so. Und dann sagt man mir, nein, wir schalten uns nicht zu, wir sind im Homeoffice. Und dann geht das Kopfkino an, weil ich mir sage, und warum schalten die sich nicht ein? Sitzen die noch in Unterwäsche oder so? Und ich musste dann innerlich, das sind dann so Momente, wo ich dachte, ich kriege mich jetzt nicht mehr ein. Ne? Aber weil das kann auch nicht die Zukunft sein. Nein, es fehlt ein bisschen an der Kommunikation, ja. Es ist halt doch anders, wenn es menschelt, als wenn man sich nur über... Aber stellen Sie sich mal vor, neue Mitarbeiter, wie sollen denn neue Mitarbeiter eingearbeitet und wie sollen die ihre Kollegen kennenlernen, wenn man sich gar nicht mehr sieht? Unabhängig davon habe ich mir aber gesagt, für eine halbe Stunde nach Berlin zu fahren, also weil ich ja auch Verbandsarbeit habe, das glaube ich, werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Also da bin ich überzeugt, da werde ich mich zur Wehr setzen, dass ich nicht mehr einen ganzen Tag opfere, um dann da eine halbe Stunde wo zu sein. Es kommt noch mal eine Frage an euch beide. Von welchen Kraftquellen ernähren Sie sich, um diesen anspruchsvollen Alltag zu meistern? Tja, ich könnte jetzt einfach sagen, die Waage würde das bei mir zeigen, von was ich mich im Augenblick, ernähre. Man merkt natürlich schon, dass das, was einem sonst so diesen Auftrieb gibt, wo du sagst mal wirklich 2 Stunden Kulturkonzert und was weiß ich, das ist ganz, ganz schwierig. Ganz schwierig, weil es einfach fehlt. Und ich sage mal, ich ernähre mich wirklich im Augenblick von einfach viel zu viel Schokolade. Die Nervenschokolade. Ja. Und Frau Hoffmann, Sie? Also ich glaube, meine Kraftquelle ist für mich, dass ich vielleicht für mich persönlich, und das bitte nicht falsch verstehen, aber eine Art Spiel daraus gemacht habe, Normalität zu leben, soweit es geht, eine bestimmt veränderte Normalität, aber so viel zu tun, wie es für mich gut ist, ob das heißt, dass ich meine, wenn mir jemand auf Instagram folgt, dann weiß er, früher war ich weltweit, also ich war in Deutschland unterwegs, Europa und weltweit unterwegs. Da hätte ich früher posten können ohne Ende. Was kommt jetzt jede Woche? Hildpolstein, Fränkische Schweiz. Von jeder Seite habe ich die Burg fotografiert und Ähnliches. Macht mir aber auch Spaß. Und dann halt auch, dass man liest. Ich lese mehr als früher. Ich habe mir mehr Lesezeit eingeräumt und versuche trotzdem mit vielen Menschen in Kontakt zu bleiben. Es kommt noch mal eine Frage an die Frau Stamm-Fiebig. Das Homeoffice wird momentan finanziell unterstützt. Wird es auch später Unterstützungen geben, auch für Messen, Kongresse, Tagungen? Ich gehe jetzt richtig in der Annahme, dass es für Messentagungen, die ausfallen. Ja, also im Rahmen der Neustadthilfe wird es da was geben. Das wird gerade verhandelt, wie man denen, die jetzt anfangen zu planen, dann aber dann doch vielleicht keine Einnahmen haben, wie man die unterstützt, wird es geben. Aber ist im Augenblick noch im Verhandeln im Rahmen der Neustadthilfe. Mhm, mhm, mhm.
Ich frage noch mal zurück, weil mit dem Positivdenken irgendwie, es gibt ja, also ich habe ja gegoogelt, was Positivdenken, dann heißt eigentlich eher so, du brauchst deine Rituale, du brauchst irgendwie was, was dich immer wieder erdet. Und erfolgreiche Menschen vor allen Dingen, die haben alle eine Routine oder machen Übungen, irgendwas, was sie motiviert, um positiv in den Tag auch zu starten. Wie beginnt, also die Frage jetzt an euch beide, wie beginnt ihr den Tag motiviert? Na, ich bin, wenn ich das sagen darf, ich bin tatsächlich ein Morgenmuffel. Mein Mann ist ein sehr fröhlicher Mensch, der wird gegen Abend hin, wird er muffliger. Währenddessen bei mir ist umgekehrt. Das ist schon morgens keine gute Startvoraussetzung. Also haben wir unsere individuellen Rituale, die ich weiterhin beibehalten habe. Und was ich aber immer habe, das muss ich sagen, das ist mir hängen geblieben. Das hat, glaube ich, Sander Berger mal gesagt, nicht zu grelles Licht in der Früh im Bad, das halte ich ein. Und dann versuche ich trotzdem, also spartanisch zu frühstücken, also nicht zu viel, aber zu frühstücken. Und ich, muss ich sagen, ich höre morgens überwiegend irische Musik, keltische irische Musik. Weil das ist für mich, bringt mich in einen absolut positiven Flow. Es stört mich immer ein bisschen, wenn mein Mann zwischendrin versucht, seine, weiß nicht, 80er-Jahre-Musik mir unterzujubeln, weil das bringt mich nicht so eine positive Stimmung, wie gerade diese Musik. Aber das mache ich auch sonst. Nicht nur jetzt. Und für die Abendroutine, gibt es da eine Buchempfehlung? Also, war jetzt eine Frage aus dem Chat. Ich muss sagen, also ich habe gerade jetzt in dieser Zeit, was ich vorher nicht so gemacht habe, aber ich bin absolut jetzt ein Fan von den Krimis geworden. Also ich finde, Fitzek habe ich vorher nie gelesen, habe ich eins gelesen inzwischen, das kenne ich aber noch von früher. Dann lese ich aber einen Schriftsteller durch, bis ich fast alles kenne. Also das entspannt mich. Und das mache ich normalerweise, ich wüsste nicht, wann ich früher Krimis gelesen habe. Oder was ich jetzt sagen muss, was mir vorgestern passiert ist, also vorgestern war das, glaube ich, wusste ich nicht. Ich schaue auch gerne dann ziemlich spät nachts immer noch ein bisschen Fernsehen. Und dann habe ich diesen Film Bodyguard, aber ich wusste nicht, dass der, glaube ich, 5 Stunden gedauert hat. Der ging um 1 Uhr nachts an. Und dann denke ich mir, ja, wann ist denn der zu Ende? Da war es mittlerweile 4. Und es ist aber eine Serie, die da nur an dem Abend kamen, die alle zusammen. Aber es ist zum Beispiel ein absolut toller Film. Der hat mir ungemein gut gefallen. Frau Stampfiebig, wie ist denn Ihre Morgenroutine? Oder wie? Ja, Politiker-like. Ne? Wir lesen Zeitung, ganz oldschool, aber gehört ja einfach dazu. Ja? Und dann hast du den Pressespiegel und bist du eigentlich, sag ich mal, brauchst so mindestens eine Stunde, bis du weißt, was nachts in den USA passiert ist und bis du so abgedatet bist. Und ich genieße den Morgen natürlich schon. Mit erwachsenen Kindern kann man das jetzt gut machen. Das ist meine Zeit für mich. Weil ich natürlich jetzt auch, das ist der Nachteil, ja abends in unendlich langen Schalten hänge und es oft auch wirklich bis kurz vor Mitternacht dauert. Und deshalb genieße ich den Morgen umso mehr. Kommt noch ein Kommentar. Das Positive am Ende des Lockdowns kennen wir alle in Online-Konferenz-Tools. Oh, aber echt. Ja. Aber ja. Die kennen wir alle. Und man wollte die vielleicht gar nicht alle kennenlernen. haben wir noch Fragen aus dem Chat? Kommt da noch was? Ja. Können wir noch was Positives den Unternehmern mitgeben? Aus Sicht des Arbeitnehmers kommt noch eine Frage. Welche Tipps haben Sie, wie Arbeitnehmer in der Kurzarbeit positiv bleiben können? Es ist ja schon sehr schwierig. Ach, zeitweise habe ich gedacht, ich meine, die erste Zeit hat sicher jeder genügend zu tun und was aufzuarbeiten und das ist eine ganz gute Phase. Aber dann habe ich mir manchmal auch überlegt,
es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass man zum Kurzarbeitergeld kann man ja immer noch anders als sonst, kann man immer noch einen kleinen Nebenjob dazu machen. Ob das nicht vielleicht was ist, dass man was anders sieht, dass man trotzdem auch auf Distanz und so mit anderen Menschen in Kontakt kommt, ob man das vielleicht tun könnte. Und ich habe auch gedacht, es wäre ja so Möglichkeiten, meine Sprache zu lernen, die man vielleicht, wenn man gerne wo in Urlaub fährt und sagt, einfach meine Zeit zu nutzen und diese Tools zu nutzen, die es da gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es gute Möglichkeiten gab. Aber ich glaube auch, dass nach einem Jahr ist es schon irgendwann alles mal ausgereizt und man möchte, glaube ich, wieder mal Normalität. Die es nicht mehr so geben wird. Also ich bin überzeugt, diese Normalität, zu der wir uns zurücksehnen, in der Form wird es sie nicht mehr geben. Aber wir werden, und das glaube ich ist das Beruhigende, wir werden in 2 Jahren auch sagen, das, was wir dann haben, ist die Normalität. Wir werden sich daran gewöhnen müssen. Auf was freuen Sie sich denn am meisten, wenn der Lockdown zu Ende ist, Frau Stampini? Ja, ich habe gerade ein letztes Jahr gehabt für ein Jubiläumskonzert von Fanta 4. Ich hoffe, dass es heuer stattfindet. ja, ich bin Konzertgängerin begeistert. Ich gebe das zu. Und ich würde auch mal so ganz banal mal wieder gerne ein Fußballspiel angucken. Ich gebe es zu. Ja. Da schließen Sie sich bestimmt gleich an. Ja, klar. Ja. Und Reisen. Also für mich wäre, was ich sehr vermisse, das muss ich sagen, ich vermisse nicht so sehr wie Reisen. Da kommt noch mal eine Frage aus dem Chat. Womit konkret unterstützen Sie Arbeitnehmer im Homeoffice? Gibt es da auch Equipment, Entspannungstrainings? Was empfehlen Sie da? Also wir haben eine App, die eben dann jeden Tag unterschiedliche Übungen, unterschiedliche Ideen produziert, also die man, da wo jeden Tag irgendeine Empfehlung ist für irgendwas. Aber ob das ist, was ich jetzt sage, das wäre das Optimum, würde ich nicht für mich behaupten. Wir machen uns gerade Gedanken, wie machen wir unser virtuelles Firmenseminar, was wir hier in der Messe abgehalten haben. Und wie gehen wir da um? Wie schaffen wir es trotzdem, einen schönen Eventtag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gestalten? Und vielleicht sogar mit dem Vorteil, dass diesmal sogar die Familie mit einbezogen werden können, was ja sonst nicht geht. Ne? Aber virtuell geht's. Da kommt noch mal eine Frage an die Frau Stamm-Fiebig. Wie sehen Sie die Rolle der Medien und Presse, vor allen Dingen jetzt zur Zeit der Pandemie? Wird nicht alles ein bisschen zu negativ dargestellt? Also es liegt mir fern, jetzt hier kollektiv Medienschelde zu betreiben. Das wäre auch falsch. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, ist, man sollte in so viele Talkshows Menschen einladen, die wirklich nicht die üblichen Verdächtigen sind, sondern die wirklich im Geschäft stecken. Also ich würde mir sehr oft mal wünschen, mal einen Physiker zu sehen, der über die Auswirkungen von Aerosolen spricht, über Menschen, die tagtäglich arbeiten gehen, die sich schützen müssen, so gut es geht. Also ich sage mal, ich denke an die vielen Erzieher zum Beispiel, die viele noch nie zu Hause waren. Also ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen zu Wort kommen, die diese Pandemie anders erleben als ein Virologe in einem Labor. Und das ist immer so mein Aufruf, wo ich ja sage, lass diese Menschen zu Wort kommen, die wirklich Sorgen haben, die aber auch positive Dinge zu berichten haben, wie die Leute, die mich noch vor ein paar Wochen nachts angemeldet haben. Ich bin in einem Pflegeheim, arbeite jetzt seit 16 Stunden, ich kann nicht mehr, die mir aber vor 2 Wochen dann schreiben, wir sind jetzt alle geimpft. Ja, also solche Aspekte fehlen mir und die kommen meiner Meinung nach in den großen Leitmedien zu kurz. Und noch einmal, ich finde, es ist ein großes Glück, dass wir jetzt schon wirklich impfen können. Es kommt mir einfach zu kurz. Bei allem, was da schiefgelaufen ist, vielleicht an Bestellungen in der EU, es ist doch für mich herausragend, dass wir an dem Punkt stehen. Mhm. Und es sollte man manchmal, so wie die Frau Hofmanner vorhin über europäische Nachbarländer berichtet haben, einfach manchmal auch darüber sagen, was gut gelaufen ist. Solche Gäste würden wir uns auch hier bei unserem Orange Talk gerne wünschen. Vielleicht haben Sie da auch eine Empfehlung oder ein Unternehmen oder eine Person dazu, die wir dann das nächste Mal hier ins Studio mit einladen können. Ja, gerne. Sehr gut. Super. Ich komme noch Fragen aus dem Chat. Ansonsten
würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, gerne. Ich persönlich schaue positiv nach vorne und sehe die aktuelle schwierige Lage als Ausgangspunkt für neue Wege und innovative Ideen. Was anderes bleibt uns gerade auch gar nicht übrig. Und wir hätten den Talk Orange nicht ins Leben gerufen, wenn wir heute noch Veranstaltungen planen dürften und meine Agentur SMIC Events und Marketing noch dieselbe Auftragslage hätte wie vor einem Jahr und vor dem ganzen Wahnsinn. Nein, wir hätten es nicht getan. Aber wir konnten es ermöglichen. Und warum? Weil wir mit unseren Partnern und ein sehr gutes Netzwerk haben, die an die neuen Wege und auch jetzt an uns geglaubt haben. Das ist natürlich wie Schaffer und Partner, die EMS, die uns das Studio und diesen Talk hier ermöglichen. Und natürlich auch auf jeden Fall das Team und auch mein Team, das hinter dieses Projekt steht, meine Gäste, die mit Leidenschaft brennen und auch dem Business Orange etwas Gutes tun wollen und wir damit auch wachsen können und neue Aussichten und andere Möglichkeiten zeigen können. Und ein Aufruf noch an zu Hause. Ich wäre dankbar, wenn ihr mir doch Unternehmer vorschlagt, die hier zu uns ins Studio kommen und den Talk mitgestalten. Ich sage danke, bleiben Sie zu Hause positiv, stark, finden Sie die richtigen Wege für sich selbst, seien Sie motiviert und was ich am Anfang und jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ich freue mich auf eure Vorschläge für interessante Gäste und wünsche euch jetzt eine positive Zeit. Und bleibt negativ gesund. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Talk. Dankeschön.